Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf Marakai, und nicht nur das, wir sind auch beim Stamm der Marakai und quatschen hier schon seit einiger Zeit mit den Eingeborenen. Und das wird jetzt auch nicht aufhören. Also, Salu, hallo. Takapo Gojo. Ja. Du kreuzt meinen Weg. Jo. Weil es gerade so lustig war, ist das verboten? Entspann dich, ich bin schon wieder weg. Ist das verboten? Ist der Weg verboten? Nein, aber er gehört mir. Okay, du kannst ihn behalten. Moment, du bist Pirat. Ach was, wie hast du das bloß erraten? Piraten bringen Tod und Sorge zu den Marakai. Okay, so schlimm ist auch nicht. Ich bin Hoshi der Shaganumbi. Ich bin Hoshi der Shaganumbi. Das hier ist die Tochter des Shaganumbi-Häuptlings Barkir. Jani Kitavaloa Tonka. Ich gehöre nicht zu Garcias Mannschaft. Hm, dann wirst du uns helfen, das Land von dem Böse zu befreien. Wenn ich das kann. Das ist gut. Mhm. Ich bin Salu, stolze Krieger und Anwärter auf den Thron der Marakai. Oh, du willst Häuptling der Marakai werden? Du willst Häuptling der Marakai werden? Tschüss. Mein Speer ist schnell, mein Voodoo ist mächtig und mein Wille ist stark. Starkes Voodoo, nicht ohne große Taten. Ich tötete den Alligator, nur mit meiner Hand. Aha. Ich werde den Nachfolgeritus für mich entscheiden. Kannst du ruhig haben. Ich. Ein wenig Bescheidenheit würde dir ganz gut tun. Die Marakai können einen starken Häuptling gut gebrauchen. Ja, das würde ich auch sagen. Die Marakai können einen starken Häuptling gut gebrauchen. Du sprichst die Wahrheit. Datu ist gutmütig und weise. Doch sieh, wohin Datu unser Volk geführt hat. Das Böse ist hier und bedroht das Dorf. Da kann er nichts dafür. Du bist ein guter Nahkämpfer. Du bist wohl nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Ich werde dir helfen, der neue Häuptling zu werden. Ach, hör auf, echt? Ein guter Nahkämpfer? Du bist ein guter Nahkämpfer? Chi, ich bin Lehrmeister des Kampfes und der Jagd. Mein Halmak wird von mir den Umgang mit der Waffe lernen. Und ich bin Träger des Tek-Shabala. Tek was? Tek-Shabala, ein mächtiges Voodoo-Artefakt. Verstehe. Das will man haben, ja? Chi. Wenn ich Chaka bin, werde ich es, wie es die Tradition verlangt, an meinen Halmak weitergeben. Hm, das könnte ich auch gut gebrauchen. Du bist wohl nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Du bist wohl nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Nein, mein Herausforderer ist Hakeke, ein Meister des Wurfspeeres. Er bricht mit unserer Geschichte und unsere Traditionen. Traditionen sind gut, machen das Volk stark. In den falschen Händen jedoch können sie zum Werkzeug des Bösen werden. Hakeke wäre kein guter Chaka. Ich muss ihn besiegen. Kannst du mich auch im Nahkampf unterrichten? Kannst du mich auch im Kampf unterrichten? Nur mein Halmak hat das Recht, meine Lehren zu hören. Na dann, ich glaube, wir helfen ihm mal, ne? Ich werde dir helfen, der neue Häuptling zu werden. Du bist nicht mein Halmak. Ich darf deine Hilfe nicht annehmen. Nur Potaka hat das Recht, mein Waffengefährte zu sein. Aha. Ist er gut, dein Halmak? Wie wär's, wenn ich dein Halmak wäre? Ist er gut, dein Halmak? Ist er gut, dein Halmak? Potaka ist ein guter Kämpfer. Er begleitet mich schon sehr lange. Er war dabei, als meine Eltern vom Alligator getötet wurden. Scheiße. Er sah, wie ich den Alligator schon in jungen Jahren und mit bloßen Händen besiegte. Ja, der Zorn kann mächtig sein. Wie wär's, wenn ich dein Halmak wäre? Wie wär's, wenn ich dein Halmak wäre? Warum sollte ich Potaka für dich wegschicken? Hm, bist du ein guter Kämpfer? Der Beste. Allerdings nur, wenn ich nicht total blau bin. Ach, es ist lustig, oder? Nur, wenn ich nicht total blau bin. Blau? Na, besoffen. Kennst du doch wohl. Kämpfen kannst du also. Ja. Bist du ein weiser Mann? Der Schlaueste von allen. Ich weiß ein paar Dinge, aber ob mich das jetzt weise macht, Weisheit kommt von Wissen, oder?
das Obere? Ich weiß ein paar Dinge, aber ob mich das jetzt weise macht? Wissen ist gut. Potaka und Salu kennen nur den Dschungel und die Steppe. Aber Hakeke weiß viel über Dinge, die über die Meere kommen. Wäre es dann weise, lieber dich als mein Hallmark zu nehmen, anstatt Potaka? Du sagst es, mein federntragender Freund. Ich sehe schon, denken ist nicht so deine Stärke. Boah, das Obere. Du sagst es, mein federntragender Freund. Dann wirst du mein neuer Hallmark. Okay, wie auch immer ich dich jetzt davon überzeugt habe. Du bist Hoshi der Shaganumbi und hast Wissen von Ländern jenseits der Meere. Ja, richtig. Gut, dann geh und fordere Potaka zum Zweikampf heraus. Wie jetzt? Ich muss mich mit Potaka um den Posten prügeln? Mhm. Das hättest du mir auch vorher mal sagen können. Du sagst, du bist ein guter Kämpfer. Dann geh zu Potaka und kämpfe. Macht ja. euch frei und lasst euch fühlen. Ja, ich will auch gleich frei sein. Alles ja, da bin ich wohl wieder, ne? Und so. Ja. Dann speichern wir da mal drüber. Ich hoffe, ich mache das richtig. Warte, ich mache lieber noch... Warte. Wie viel haben wir jetzt? 12, ne? Dann... werde ich hier 13 machen, sicherheitshalber. Gibt einen Sinn. So. Das Schicksal wird den... Hoppala. Das war jetzt ein Topfen. Also war nicht schlau. Ah, lass mich raus hier. Schicksal wird den Entschuldigung. Belohnen, der mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Ja? Denkt an meine Worte. Ich... Okay, das sieht mich, das haut nicht hin. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Das vielleicht klappt's ja doch. So. Man muss das nur gescheit angehen, nicht so wie ich. So. Voodoo-Puppe und 3 Goldbrocken. Du nimmst, was uns gehört? Ja, ja, war schon klar. Dann laden wir das Ganze wieder, also nix Stipitzen. Erst wenn sie alle schlafen wahrscheinlich. Ja. Gut. Ja. Dann quatschen wir mit dem Nächsten. Ist gesünder. So. Also nichts reingehen. Und lasst euch so, führen. Den haben wir jetzt schon. Alles ergibt einen Potaka. Sinn. Das wird jetzt gleich direkt die Hand von ihm, ne? Der ist mit offenen Armen und lass mal den mal kurz aus. Das tut schon aus wie eine Häuptlingshütte. Könnte aber auch eine ganz normale Höhle sein. Oder wird irgendwas mit einem Ahnen, weil schon wieder so komisches Licht da kommen tut. Zusammen. Oh. Das ist überhaupt... Aha. Au. Du bist wie... Darf ich mit dir. Okay, dann nehmen wir wieder die Fackel. So. Okay, das ist sowieso eine Höhle. Eine Vorratshöhle, wie es ausschaut. Okay. Na, fein. Ja, dann werden wir uns da kurz mal umschauen. Das ist eine verdammt große Höhle. Ein Bettchen, ja. Viel später. Ha, ich komm. Ja, ist schon gut. Zack, au. Ach, der gesagt. Fackel nehmen. So, perfekt. Dann haben wir hier eine Drühe. Die müssen wir knacken. Knacken. Oh, die war einfach. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein Fechtschwert hatten wir sowas schon mal. Schaden 20 bis 50, Talent Stichwaffe, Stichwaffe plus 10, Goldwert 120. Diese gut ausbalancierte Klinge wird häufig bei Duellen verwendet. Aha, okay. 2 Fackeln und ein Silberpokal nehmen wir gerne mit. So, dann schauen wir doch noch darüber. Was haben wir hier? Ah, au. Zack. Ich sollte noch was essen. Au. Nanuschen. Okay. Ich hau mal die Wand. Statt den Gegner ist auch eine Möglichkeit. So. Die gute Chani hat uns geheilt. Das ist natürlich sehr, sehr super. Tja, wo gehen wir hin? Aha, Termiten gibt es da auch. Was haben wir da? Aha, nichts Besonderes. Dann darüber. Hallo. Ja,
Zack. Na, würdest du? Danke. Zack. Wohl, sehr gut. Das geht ja recht einfach. Aber es schaut schon verdächtig aus, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm sein könnte. Wer weiß, was da noch auf uns lauern tut. Ui, eine Erzader zum Beispiel. Zack. Zack. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin, dass sie wieder Fackeln haben? So, wunderprächtig. Lalala, eine Ratte. Von da sind wir Kuman. Also nicht Kuman und Anführungszeichen. Da standen wir drauf, so muss ich sagen. Aha, da geht's wieder raus. Aha. Ja, die Truhe nehmen wir auch mit. Ich habe gerade geschaut, wer da. Die war jetzt aber auch einfach. Also das ist lächerlich. 3 Speere, 2 Perlen und Gold. Das ist lächerlich eigentlich. Na, schau mal der, das muss ein Jäger sein. Dann tun wir das mal speichern. Na, wer bist denn du? Bandu. Oh, Gucho. Sheko Tufas Ono Mortau. Was? Weißheimer kommt hierher, ohne anzugreifen. Du bist kein normaler Pirat. Was heißt hier normal? Naja, ich tue, was ich kann. Was heißt hier normal? Was heißt hier nicht normal? Ich bin sogar ein gefürchteter Piratenkapitän. Mhm. Sheku? Was meinst du mit Sheku? Warum bist du stolz darauf, Gucho? Naja, ich schätze, weil... Wieso sollte ich dir das überhaupt erzählen? Hä? Wer bist du eigentlich? Ich bin Pandu, Tufas der Marakai. Ich habe mich für die Jagd in den Dschungel zurückgezogen. Sobald ich Stärke und Weisheit erlangt habe, werde ich ein Tonka. Okay. Wieso willst du ein Tonka werden? Kennst du dich hier gut aus? Warum willst du ein Tonka werden? Wieso willst du ein Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Mhm. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Oh. Kennst du dich hier gut aus? Kennst du dich hier gut aus? Chi, Fremder. Ich habe viel Zeit im Dschungel verbracht. Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Ich sah Firu unter der Erde. Ich folgte der untergehenden Sonne in das Tal, hier hinter dem Dorf. Es gibt dort einen Weg, der in den Berg führt. Eine Höhle von hier aus im Westen also. Chi, aber ich muss dich warnen. Dort unten lauern Spinnen. Sie sind gefährlich. Diese Grabspinnen wahrscheinlich. Ist uns wurscht, die können wir besiegen. Chani ist auch da, zur Not heilt sie uns ein bisschen. Also das wird schon gehen. So, nehmen wir mal das Zeugs hier mit. Aber was jagst du hier bitte? Hier ist überhaupt nichts. Nicht einmal ein Feuervogel. Wahrscheinlich jagt der Affen. So. Die Chani hat schon was entdeckt. Und ich nehme Akibeere. Chani, komm schon. So, zack. Na, würdest du abwickeln? Geht ja. Hau. Zack. Passt, erledigt. Ui, und da haben wir einen Schatz gefunden. Schaut, da vorne ist ein Kreuz. Da vorne ist ein Kreuzelein. Das nehmen wir mit. Ach, wie fein. Lalala. Na dann, Uddel aus, mein Lieber. Oh, ruck. Wusch. Oh, ruck. Alles auf Chani drauf. Wusch. Voll ins Gesicht. Und noch eine Portion Dreck für Chani. So, stärkt das Immunsystem. Sauber. Mal kurz den Rücken durchstrecken. Oh, ruck. Schon. Jawohl. Ah, der Schatz im Jagdgebiet. Lol. Sehr gut, so kommt man auch zu seinen Schätzen. Na dann, was haben wir denn da drin? Rubin, 500 Gold, eine Schale, Kerzenleuchter und ein Idol. Super. Bravo. Sehr, sehr gut. Na dann. So, mit dir. Was? Wie redest du denn mit mir, Chani? Komm her, du Viech. Zack, 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 zack. Zack. Achso, brauchen wir nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Papagei soll mir helfen. So. Da hast du ihn umgehauen. Wow. Ja, ja, ist schon gut. Regt er jetzt auf, ist schlecht für die Nerven. So. Wunderprächtig. Mal kurz speichern. Ich muss dann auch mal auf die Karte schauen, wo wir denn jetzt hier eigentlich sind.
Ich glaube nicht da. Aha, da oben. Okay. Alte Lagerstätte im Norden, Süden, Osten. Norden, Süden, Osten, Westen. Wahrscheinlich hier. Ah, ich denke hier. Hm? Nehmen wir hier, da ist eine Höhle, ne? Wenn wir da durchmarschieren, treffen wir vielleicht auf den Eingang. Also diese Feuerwand, ne? Zusammen. Aha. Eine Fackel wäre auch nicht schlecht. So. Ja, also Y-Flot, Freunde. Und zack. Na, löst du bitte? Danke. Einmal Proviant. Bitte. Danke. Die Fackel wollte ich eigentlich aufheben. So, schon besser. Was haben wir denn da? Zusammen. Eine Grabspinne. Zack, 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 zack. Dann wird gut zur Papagei gehen. Wow, kann schon nur saufen. Dann würdest du dich bitte auf den Rücken legen. Fräulein Chani, du darfst auch mal. Ich roll mein Stück. Vielleicht komme ich wieder nach hinten. Ja, der Papagei, vielleicht kann er nochmal helfen. Super! Ich schlage auch gleich mal die Fackel. Also hier, ne? Feuer. Weil es gerade so lustig war. Chani, kannst du mir mal kurz da ein bisschen helfen? Heilen und so, nicht? Gut, dann esse ich halt was. Wenn es nicht will, was haben wir da? Nix. Okay. Das war dann eine Sackgasse. Dann laufen wir halt da drüben weiter, ne? Ein Pokobilz, den nehmen wir gerne mit. Was haben wir denn da? Noch eine gerade Spinne. Aber das sind wir schon richtig. Weil er hat ja gesagt, nehmt dich vor die Spinnen in Acht, ne? So, der Papagei wieder. Wow, ich muss mal kurz ausweichen. Ich muss mal was. Oh, danke, Chani. Cool. Würdest du mal umfallen? Bitte? Zurück mit dir. Du Mistviech. Irgendwie wollte ich mich gerade irgendwo hinrollen. Hat nicht gerade so super hingehaut, aber das Viech ist hier. Super. Wenn es bedenkt, unsere erste Grabspinne, wie hart wir uns da getan haben, die umzuhauen. Ohne Patty wäre sowieso nichts gegangen. Die Arme. Aber die erste Grabspinne war schon heftig. Genesen sind wir. Chani folgt uns. Passt. Aha, da haben wir schon die. Ui, das sind zwei. Das war nicht so gescheit. Das war jetzt gar nicht gescheit. Da ein Papagei wieder. Ich hoffe, der kommt. Hat nicht hingehauen. Ne? Wow. Ich hätte speichern sollen. Ich wollte mich gerade heilen. Das hat nicht hingehauen. Das ist scheiße. Mist. Also mich hat es automatisch gespeichert. Ich hoffe, das ist jetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu viel verloren haben an Zeit. Aber ich fürchte, fehlen jetzt ein paar Grabspinnen. Schlecht. Das war sehr schlecht von mir. Ich hätte nach jeder Grabspinne speichern sollen. Ich wollte gerade meinen Rum saufen, ne? Ja, ja, das haben wir am Anfang gescheißt. Ah je, nichts gut. Ja, da hast du recht, Chani. Das war echt schlecht von mir. Also da drüben war eine. Zwecks Erfahrungspunkte muss ich sie nochmal machen. Hm, da bebt. Jetzt ist die Frage, ob das von der Grabspinne kommen tut. Au. So. Okay. Ja, da. So, Chani, du darfst auch helfen. Ist nicht so, dass du jetzt nichts machen darfst oder brauchst. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Gut ausgewichen. Jawohl, die ist schon erledigt. Jetzt aber speichern, Zocki, bitte. Mach's anständig. So. Brave Zocki. Die Fackel nehmen wir mit. Loot, technisch war jetzt hier nichts. Nein, hat sie noch was vergessen? Nein, da war alles. Haben wir alles. Kacke. Mist, verdammter. Das wollte ich nicht. Oje, oje. Da ist die nächste, genau. Zack, zack, zack.
ziehen kann? Ja? Okay, also nicht so wie ich gedacht habe. Ja, zurück ein Stück. Chani, danke. So, ich will mal hinter die Spinne. Oder auch nicht. Oh, da ist dunkel. Entschuldigung. Gerade ein bisschen finster. So. Mal ein bisschen reden. Papageien wieder, wenn es geht. Ja, ja, wieder verdrückt, schön sauber. Ah. Ja, jetzt läuft es nicht so gut. Und der Part ist ja auch schon wieder zu Ende. Wie schön, zum Schluss wieder schön. Gefällt, wunderprächtig. Ganz, ganz typisch Zocki. Entschuldigung dafür. Aber das wird schon wieder werden. Aber bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir vipen, kämpfen und questen im nächsten Part weiter. Tschüssi!